Herr Dr. Wegner, die digitale Transformation der chemischen Industrie steht noch am Anfang. Welche Chancen sehen Sie für BASF und die Branche? Ja, als klassische Industrie könnte man denken, digitale Transformation ist für uns nicht so relevant. Das betrifft mehr Banken, das betrifft Hotelketten, das betrifft Firmen wie Uber. Aber ich denke, das ist ein Fehlschluss. Die digitale Information nehmen wir als BASF sehr ernst, da sie alle Bereiche betrifft, angefangen in der Forschung, in der Innovation, bis hin zur Produktion, vor allen Dingen aber auch im Bereich Vermarktung, Vermarktungsplattform, moderne Vermarktungstechnologien, Interaktion, Vernetzung mit unserem Kunden, was Daten angeht, was Planung von Produktion angeht, wird die digitale Transformation alle Teile der BASF betreffen über die nächsten Jahre. Wir nehmen das sehr ernst und wir investieren hier proaktiv, indem wir sehr viele Projekte, sehr viele Initiativen gestartet haben. Und sind mittlerweile nicht mehr am Anfang stehend. Das waren wir vor einigen Jahren, als wir das BASF 4.0 Projekt gestartet haben, als einer der ersten der chemischen Industrie. Wir empfinden uns heute einen weiten, großen Schritt weitergekommen, denken, sind da auf sehr gutem Wege und da werden sicherlich in den nächsten Jahren auch viele Erfolgsstorys, die für die chemische Industrie beispielhaft sein werden, kommen von Seiten BASF. Vielen Dank, Herr Dr. Wegner.